Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal zur Abwechslung einen Tag für euch. Ich habe den bei vielen Booktubern schon gesehen und der hat mir richtig viel Spaß gemacht zu gucken. Es geht zwar eher so um das Äußere von Büchern, aber er macht trotzdem richtig viel Spaß, machen wir uns nichts vor. Es handelt sich, vielleicht sage ich es erstmal nochmal kurz, um den Book Artist Tag. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Es sind insgesamt 9 Fragen. Ich habe ein paar wunderschöne Bücher rausgesucht und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. So, die erste Frage heißt, Show me what you got. Zeig ein Buch mit dem hübschesten oder besten Cover. Ja, ich könnte dafür stellvertretend die ganze Serie zeigen. Und zwar, heute zeige ich euch den zweiten Teil, Onyx Schattenschimmer von Jennifer L. Armentrout. Ja, Jennifer L. Armentrout, ihre Bücher sind generell mein heiliger Gral. Also die Serie hier, die Lachs-Serie, ist wirklich richtig, 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 richtig gut. Ich kann gar nicht so viele richtig sagen, wie toll ich es finde. Und das Cover, also machen wir uns nichts vor. Es ist so leicht beschichtet und glänzt schön. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Und auch ohne Schutzumschlag, auch wenn du zwar eine Extrafrage bekommst, ich zeige es trotzdem. Richtig, richtig schön. Ich wiederhole mich, ne? Vielleicht sage ich mal ein anderes Wort. Auf jeden Fall, mir gefällt es sehr. Ist echt schön. Schön gemacht, haben sich wirklich was Tolles ausgedacht. Ist so ein richtiger Eyecatcher auch im Laden. Und ja, ist auf jeden Fall auch von der Geschichte her sehr zu empfehlen. Dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Frage. Und zwar, The Inside Matters. Zeige ein Buch mit der schönsten Farbe, dem schönsten Design, wenn du es öffnest. Ich habe mich entschieden für Silber, das zweite Buch der Träume von Kerstin Gier. Allein von außen ist es auch wunderschön, sehr schön gestaltet und dann schlägt man es auf. Generell ist es ja in diesem Mint-Türkis gestaltet. Ist hier eine Mint-Türkisfarbene Seite mit einem Ex-Libris-Stempel. Da könnte ich jetzt meinen Namen eintragen. Und dann geht es weiter. Dann sind überall so ganz süße kleine Blumenranken, Schmetterlinge, kleine Schlüsselchen, meine ich, wären auch. Hier sind noch kleine Libellen. Hier auch überall. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Und also richtig, auf jeder Seite richtig schöne Sachen. Auch hier die Seitengestaltung ist richtig, richtig süß. So kleine Ranken mit kleinen Schlüsselchen dran. Wer die Geschichte kennt, wird auch direkt wissen, warum die kleinen Schlüsselchen überall fliegen. So ein bisschen wie in Harry Potter. Da hat sich jemand wirklich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Oh Gott, schon wieder das richtig, ne? Ich besser mich, ich schwöre. Und nein, also das gefällt mir sehr gut. Ist echt süß gemacht. Ist auch ein Jugendbuch. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das. Das ist ja relativ bekannt. Und kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Ich freue mich schon sehr auf den dritten Band. Der kommt ja jetzt Ende des Jahres raus. Ist schwarz. Rot, Silber meine ich, passend zum Titel. Ich freue mich schon sehr, weil das Passende ist ja, ohne Schutzumschlag ist das schon schwarz, rot, Silber. Also ja, sehr, sehr, sehr schönes Buch. Ich würde fast behaupten, es ist das schönst gestaltetste Buch in meinem Bücherregal. Also von der kompletten Aufmachung, nicht nur von außen. Dann sind wir schon bei der dritten Frage und zwar lautet diese, It's all about the spine. Zeige ein Buch mit dem interessantesten oder aufregendsten Buchrücken. So richtig aufregend ist es nicht, aber ich finde es ganz schön. Upsala. Und zwar handelt es sich um Blue Secrets, der Kuss des Meeres von Anna Banks. Und der Buchrücken, tada, schön in diesem dunkelblau-grau gehalten. Und dann sehen wir hier oben eine Frau, die schwimmt. Ich schätze mal, es soll unsere Protagonistin sein. Ich finde es ganz schön, wenn halt auf Buchrücken nicht nur so der Titel steht, sondern auch irgendwas, was ein bisschen dekorativer aussieht. Und eigentlich habe ich sonst nichts wirklich im Regal, wo das der Fall ist, außer so ein paar ältere Bücher. Aber das hat mir echt richtig gut gefallen und ist auch so ein kleiner Eyecatcher, muss ich sagen. Wenn es so im Regal steht, guckt man da eher mal hin, als wenn jetzt nur der Titel hier steht. Ist eine Trilogie generell. Den zweiten Teil habe ich schon da. Da ist das mit dem Buchrücken auch der Fall. Nicht der gleiche, sondern diesmal unsere beiden Protagonisten. Und beim dritten Buch, der ist jetzt auch als Taschenbuch erschienen, habe ich noch nicht. Ich habe auch diesen Band hier habe ich generell schon gelesen. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es geht halt um Meerjungfrauen. Super für den Sommer. Den zweiten und dritten habe ich noch nicht gelesen, weil ich den dritten noch nicht da habe und dann so alles in einem Rutsch lesen wollte.
Aber das werde ich auf jeden Fall noch diesen Sommer tun und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auch so Lust habt auf ein Jugendbuch, was um Meerjungfrauen, um Nixen, um das Wasser geht. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir zur vierten Frage und zwar Make My Heart Sing. Zeige einen Buchrücken mit den schönsten Farben beim Cover, Buchrücken und der Rückseite. Ich habe mich entschieden für Faunenblut von Nina Blajon. Dazu muss ich sagen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich hatte es mal als Mängelexemplar erstanden, günstig. Und weil viele von Nina Blajon generell schwärmen, dachte ich mir, komm, nimm es mal mit. Kann ja nicht schaden für den Preis. Ich glaube, es war irgendwie die Hälfte oder was, ich weiß es gar nicht mehr. Generell, das Cover von den Farben her ist sowieso sehr schön. Auch der Buchrücken, muss ich sagen. Da ist zum Beispiel wieder das Auge wie auf dem Cover vorne. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Ich mag weiß und die dunklen Farben, schwarz, dunkelblau, aber auch ein bisschen pink und rosa und lila. Also alle Farben vereint, die ein Mädchen vielleicht mag und deswegen habe ich mir das ausgesucht. Dann kommen wir schon zur fünften Frage und zwar It Starts at the Beginning. Zeige ein Buch mit den am besten designten Kapitelanfängen. Jetzt kommt eine meiner absolut liebsten Trilogien im Bereich Jugendbücher. Und zwar Bookless von Mara Wolf. Wörter durchfluten die Zeit. Ich schätze mal, viele von euch kennen das schon. Ich dachte zuerst, es wäre relativ unbekannt, aber habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Ja, generell ist das Buch relativ schlicht gestaltet, also nicht viel Schnickschnack. Aber vor jedem Kapitel, was ich ja wirklich richtig, richtig toll finde, schon alleine auf die Idee zu kommen, ist immer ein Zitat, was mit Büchern zu tun hat. Also passend zum Buch generell, weil es auch um Bücher geht und um Fantasy. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Trilogie. Ich kann ja mal irgendwie ein Zitat vorlesen. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Von Heinrich Heine. So tolle Weisheiten sind hier drin, alle auf Bücher bezogen. Also da hat sich wirklich auch jemand richtig, richtig Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt Mara Wolf selbst war, aber ein richtig, richtig tolles Buch und ja, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu unerträumten Möglichkeiten. Ja, also wunderschön, sehr schön gemacht. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Lest es auf jeden Fall, wer es noch nicht kennt. Wir sind schon bei Nummer 6 angelangt. Und zwar Down to the Basics. Zeige ein Buch mit einer einzigartigen Schrift. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur Down to the Basics, sondern auch Back to the Roots sozusagen. Ich habe irgendwie nicht wirklich ein Buch, jetzt ein normales, ein relativ neueres Buch, was eine außergewöhnliche Schrift hat, außer vielleicht die englischen, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, komm, das ist mir jetzt in Erinnerung geblieben. Deswegen habe ich mich entschieden für Charles Dickens Oliver Twist. Und zwar ist diese Ausgabe noch in Sütterlin verfasst. Ich weiß nicht, ob einige von euch das noch kennen, die so vielleicht in meinem Alter sind. Wahrscheinlich, schätze ich mal schon. Ist eine altdeutsche Schrift. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, eigentlich nur ein bisschen verschnörkelter als unser normales Deutsch jetzt heutzutage. Ganz viele Bücher von in dieser Art, also diese älteren Ausgaben, habe ich von meiner Oma geerbt. Mir waren sie wirklich zu schade, um sie irgendwie wegzuschmeißen und ich habe sie alle gerettet sozusagen. Natürlich kann ich die Schrift auch lesen, ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ist zwar ein bisschen anstrengender, aber wirklich schön und mal was anderes. Und dann dachte ich, komm, zeige ich euch das nochmal. Ein paar Klassiker schaden ja auch nie. Die nächste Aufgabe, Do It Like Picasso. Zeige ein Buch mit dem künstlerischsten Cover. Ob das jetzt super künstlerisch ist, weiß ich auch nicht. Aber ich habe mir ausgesucht The Art of Hearing Heartbeats von Jan-Philipp Sendka. Ja, an sich, das Cover ist wirklich sehr, sehr schön. Weiß nicht, ob ihr das erkennt. Es glitzert so gold und dann sind da so wie so kleine Doodles, so als ob einer ein bisschen umgekrakelt, was heißt gekrakelt, ne? Ist ja sehr schön gekrakelt. Ein bisschen, als ob einer so ein bisschen während des Telefonierens ein bisschen gemalt hätte, sozusagen. Das war eine Zeit, als ich es mir geholt habe, da dachte ich, komm, liest du mal ein bisschen mehr englische Bücher und das hat mich halt vom Cover direkt angesprochen.
Ich habe mir hinten gar nicht so viel, doch hinten habe ich es mir durchgelesen, genau. Da war eine schöne Zusammenfassung, hat sich sehr gut angehört. Dann habe ich angefangen zu lesen. Es ist auch eine relativ große Schrift. Und dann irgendwann merke ich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Auf jeden Fall ist das Buch eigentlich sogar von einem Deutschen. Das heißt, ich habe mir ein Buch, was eigentlich im Original auf Deutsch geschrieben ist, in der englischen Übersetzung geholt. Ja, warum auch immer. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Ich schaue mal gerade, ob es hier drin steht. Das Herzen hören, ja. Macht Sinn. Ich habe es deswegen auch irgendwie nicht weitergelesen. Ich hatte dann irgendwie doch wieder so eine Leseflaute im Englischen. Und ja, aber sonst das Cover ist, finde ich, schon künstlerisch mit den kleinen Doodles, sage ich jetzt mal. So, mein Stapel nehmen wir wird immer höher, der andere wird immer leerer. Wir sind schon bei dem vorletzten, bei der vorletzten Aufgabe angelangt. Und zwar Everything Matters, zeige deinen hübschesten Buchschnitt. Falls ihr mein letztes Video gesehen habt, könnt ihr euch schon denken, was ich zeige. Da habe ich nämlich bei Reaper bestellt und habe ein ganz, ganz tolles Buch ganz günstig ergattert. Ich verlinke euch sonst mal meine Bestellung, mein Unboxing in der Infobox. Es handelt sich um Das Magisterium, der Weg ins Labyrinth von Cassandra Clare und Holly Black. Ja, das ist einfach für mich der schönste Buchschnitt. Er ist kupferfarben. Was soll ich dazu noch sagen? Wunderschön, ich stehe generell total auf Kupfer. Also mit Kupfer könntest du mich einbalsamieren. Ich liebe Kupfer einfach über alles. Und ja, deswegen mein schönster Buchschnitt. Ich bin leider bisher noch nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen. Es soll aber gut sein, also ich kann mich nur überraschen lassen. Es kommt jetzt auch bald schon der zweite Teil raus. Ich weiß gar nicht, ob noch dieses Jahr. Da ist die Schrift vorne blau. Ich weiß nicht, ob der Buchschnitt dann auch blau sein wird. Lassen wir uns überraschen. Wir sind schon bei der letzten Aufgabe angelangt. Und zwar Pretty Without Any Makeup On. Zeige ein Buch, das auch ohne seinen Schutzumschlag schön ist. Ich habe einige Bücher, die ohne Schutzumschlag sehr schön sind. Aber ich habe mich entschieden für Sebastian Fitzeks Passagier 23. Ich habe so lange auf dieses Buch gewartet letztes Jahr. Unglaublich. Als erstes in die Buchhandlung gestürmt am Tag der Erscheinung. Das war ja irgendwann nach der Frankfurter Buchmesse. Da wurde es ja auch so, das stand schon in den Regalen, man durfte es nicht kaufen. Da war ich wirklich enttäuscht. Da dachte ich, vielleicht könnte man es ja schon vorher kaufen. Nein, man darf es sich nur angucken. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt mal das Buch ohne den Schutzumschlag. Und zwar ist hier so ein kleines Bullauge eingearbeitet in dem Umschlag. Sobald man den Umschlag abnimmt, sieht man das tosende Meer. Ganz, ganz toll gemacht. Ich klappe euch das jetzt mal ein bisschen auf. So. Und hier hinten ist auch nochmal das Meer. Es ist nicht wirklich spektakulär, aber es ist sehr, sehr schön gemacht. Also sehr schön, ja. Gute Idee, einfach mit dem Bullauge auch, passt ja super zum Buch Passagier 23. Auch von innen richtig gut, wie halt so eine Stahlwand oder Metallwand generell. Ja, ein sehr gutes Buch auch. Es war mal wieder ein bisschen anderer Fitzek, so ein bisschen wie Noah ja auch, nicht so der typische Fitzek war. Es hat mir nichtsdestotrotz gut gefallen. Natürlich kommt es irgendwie nicht an der Augenjäger oder der Augensammler ran. Aber es war trotzdem gut, es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Und wer das Genre vielleicht noch nicht so kennt und ein bisschen was sucht, was nicht ganz so Psycho ist, lege ich das auf jeden Fall ans Herz. Generell Sebastian Fitzek, ganz, ganz große Liebe. Also schaut ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr noch kein Buch von ihm kennt und Thriller gerne mögt. Das war's auch schon. Das waren meine neuen Bücher zum Book Artist Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Eine Sache habe ich noch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer den Tag schon gemacht hat, beziehungsweise wer ihn noch nicht gemacht hat. Deswegen fühlt euch alle getaggt, fühlt euch alle frei, den Tag mitzumachen. Ganz besonders tagge ich aber eine Person, und zwar Sabrina vom Kanal Kapitälchen. Schaut gerne mal bei ihr vorbei, den Link setze ich euch auch in die Infobox. Ja, Sabrina, fühl dich extra getaggt. Ich würde mich freuen, das Video auch mal auf deinem Kanal zu sehen, was du hast bestimmt ganz, ganz tolle Bücher im Regal stehen. Ansonsten macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!